Hallo und herzlich willkommen von den JavaScript Days 2019 in Berlin. Ich bin Ann-Kathrin Klose und ich spreche heute mit Sascha Engmann über das Thema Angular 9. Hallo Sascha. Hallo. Dein Workshop-Thema war ja der Weg zu Angular 9 sogar und nicht nur Angular 9 an sich. Und darum fangen wir doch auch mal vor der neuen, kommenden neuen Version an mit Angular 8. Was waren da die großen neuen Features? Und Angular 8 ist, also wenn man Entwickler ist, hat man irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, dass sich nicht so viel getan hat, weil halt ganz viele Änderungen einfach intern stattgefunden haben. Es gibt seit Angular 8 die Möglichkeit, Ivy auszuprobieren mit diesem Opt-in. Das funktioniert relativ einfach, wenn man sich an den Guide hält. Es funktioniert noch nicht alles so. Da muss man wirklich mit --next einmal sich die Angular 9 Preview schon installieren. Damit funktioniert dann noch deutlich mehr. Das Debugging im Browser zum Beispiel, das neue, die Ablösung von ng-probe hin zu dem ng-get-component funktioniert erst mit Angular 9. Angular 8 hat halt, wie gesagt, nur ganz Änderungen unten drunter. Auch Ivy ist für den Entwickler sehr, sehr transparent, die Änderungen, weil sich eigentlich gar nichts ändert für den Entwickler. Außer, dass es besser und schneller werden soll. Okay, das ist aber ja ein spannender Aspekt. Über Ivy wurde ja auch schon ganz viel geredet, auch schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Es wird besser, es wird schneller. Was bedeutet das genau? Was ändert sich da? Also Ivy ist ein Ersatz für die Vue Engine. Die Vue Engine in Angular ist der Ahead-of-Time-Compiler und noch ein Interpreter, der die kompilierten Templates interpretiert. Und genau dieses Interpretieren sorgt dafür, dass das nicht tree-shakable ist. Der Compiler oder das Build-Tool kann nicht entscheiden, welche Teile weggelassen werden sollen. Und das wird mit Ivy massiv besser, weil die Templates nicht mehr interpretiert werden, sondern es werden direkt Funktionen generiert, die zum Rendern dienen. Und diese Rendering-Funktionen beinhalten schon alles, was gebraucht wird. Und das sorgt insbesondere dafür, dass ich Teile weglassen kann, also auch Teile des Angular-Frameworks weglassen kann, wenn sie nicht benötigt werden. Okay, Ivy kommt dann ja mit Angular 9 final. Und das ist aber ja auch nicht das einzige Feature, das im Moment sich bei Angular verändert. Bazel ist da ein anderes Stichwort. Worum geht es denn da? Bazel ist ein universelles Build-Tool von den Google-Leuten. Bazel ist sehr die eierlegende Wollmilchsau, so scheint es zumindest. Und in der bisherigen Toolchain ersetzt Bazel Webpack. Also der Angular-Compiler, der TypeScript-Compiler, die bleiben uns alle erhalten. Und derjenige, der das Ganze orchestriert, ist danach Bazel. Und Bazel versucht, oder nein, nicht versucht, sondern kennt die ganzen Bildschritte, die gemacht werden müssen und alle Input-Files und nutzt sehr, sehr stark Caching. Und die nennen das hermetisch. Also es wird immer abgeschlossen, das gebaut, was gerade neu gebraucht wird. Und wird das Auswirkungen haben, die Entwickler tatsächlich dann beim Upgrade oder nach dem Upgrade bemerken in der Arbeit mit Angular? Also zu Bazel gibt es in Angular 9 erst ein Opt-in, ähnlich wie das jetzt mit Ivy in Angular 8 war. Man muss ein bisschen arbeiten dafür. Das ist kein No-Brainer, diese Umstellung zu machen. Ich habe auch in der Vorbereitung für den Workshop habe ich auch versucht, eine Übungsaufgabe zu dem Bazel-Hands-on zu erstellen. Ich habe es bei dem Projekt, was ich vor mir hatte, was ich dafür genutzt habe, spontan nicht hinbekommen, nach Bazel zu migrieren. Also da muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken für. Man gewinnt dann aber, dass man zum Beispiel auch diesen verteilten Build benutzen kann und das Ergebnis des Builds einfach irgendwo remote ablegen kann. Und alle Entwickler, wenn sie morgens zur Arbeit kommen und eine Änderung machen, nur auf die ihre eigene Änderung warten müssen, die neu gebaut wird und eben nicht mehr alles neu zu bauen. Bazel ist dann aber ja optional. Das heißt, für das Upgrade auf Angular 9 hat Bazel erstmal keine Auswirkung. Genau. Genau. Und darüber hinaus sind es ja doch bei Angular meistens zwei Major Releases pro Jahr. Wie ist das für Entwickler? Welche Strategien gibt es da, um da mitzuhalten? Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Strategie, vom Angular CLI das ng-update zu nutzen. Das ist eingeführt worden mit Angular 6, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und dadurch ist es massiv einfacher geworden, Updates zu machen, sofern man sich denn immer so an den Aufbau von dem Angular CLI gehalten hat.
Ich habe einen ganz interessanten Talk gesehen von einem der Google-Leute, die halt auch das Engie-Update vorgestellt haben. Und dort war das Release von Angular 7 gerade durch. Die haben halt gezeigt, dass halt ganz, bei ganz, ganz vielen, und das ist auch meine Erfahrung, das Update von 5 zu 6 hat Tage gedauert. Das hat wirklich Zeit verschlungen, weil man halt diese ganzen Breaking Changes selber beachten musste, selber fixen musste. Und dann kam mit Angular 5 zu 6 dann schon, ja, da gab es schon den Update-Mechanismus. Und da gab es die Umstellung von RxJS 5 auf RxJS 6. Und da waren ganz viele Codestellen von betroffen, weil man ganz viele Imports anpassen musste, weil man wirklich was am Code verändern musste. Und durch das Angular Update, durch das Ng-Update des CLIs, war das wirklich in 2 Minuten erledigt. Das heißt aber jetzt mit Angular 9 und auch den nachfolgenden Versionen ist nicht zu erwarten, dass man da nochmal so einen Aufwand betreiben muss wie damals? Nein, dadurch, dass das Angular Update, dass den Ng-Update-Befehl gibt, funktioniert das sehr, sehr gut und sehr, sehr automatisiert. Man muss auch in größeren Projekten nur noch 1, 2 Dateien per Hand anfassen, wo es nicht funktioniert hat. Gut, dann lohnt sich ja der Blick auf Angular 9. Danke für das Interview. Dankeschön.